Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starcraft 2 Zwerging 2. So, das habe ich jetzt meinem Gegner geschrieben. Was? Ja, ich muss ja hier auch alles gleichzeitig machen. Du meckerst nur. Moment, ich meckere nur, wenn ich recht habe. Achso, ja, mach mal eins. Schimeinu Fischisch. Das ist rassistisch, Sir. Nein, das hat sie gesungen. Nee. Ja, aber es ist mittlerweile auch rassistisch, wenn man einen guten Tag wünscht. Also. Das stimmt ja nun gar nicht. Mein Gott, was hat sie denn eigentlich für Probleme? Will sie jetzt eigentlich die Bühne kaputt machen oder was hat sie vor? Ja, das ist ja nicht mal die richtige ESC-Bühne, das ist ja der Qualifier, wo sie nicht gewonnen haben oder nicht qualifiziert haben. Die haben eine ich Full weiß. Wall. Ich kann mir denken, warum sie nicht gewonnen hat. Es wird auch nicht spannender, das Lied. Ich hätte sowas graben lassen. Aber ist das irgendein Sozialexperiment, so. Das sie da gerade versucht, oder? Das ist Kunst. Gut, dass ich Kunst noch nie verstanden habe. Was bleibt? Kunst oder kann das weg? Ja, genau. Wenn jetzt der Hutzmann kommt, ne, dann brech ab. Nee, der war bei dem Estnischen hier. Leck mich doch am Arsch, was ist das? Ich verstehe dieses Lied nicht. Ich verstehe dieses Lied nicht. Du verstehst ja auch kein Rumänisch. Spricht aus der rumänischen Volksseele. Sind die alle so depressiv? Da könnte ich jetzt was zu sagen, aber nicht in der Aufnahme. Und der Wolf sprach. Griechischer Wein. Alter, ne? Ich finde das eine Eins, oder? Ja, mit Sicherheit. Ihr benötigt mehr Vespingas. Die Erstgeborenen. Aber eigentlich macht das mehr Sinn. Bravo! Ich kann das nicht. Ich gebe eine 5. Das kannst du nicht. Das war so abstrakt. Melodie Nummer 4. Jetzt unschön. Das ist eine Probe. Und ist da eine Shield Battery? Ich dachte kurz, jetzt kommt Elle Kön Elle mehr. Es fängt vielversprechend an. Naja. Eine Gitarre, das war's. Ein Saxophon, was oder? Ein komischer Ego. Das ist auch eine künstlerische Performance da. Ich verstehe. Das Zeitfenster ist klein. Aber ich sag dir, das Zeitfenster ist klein. Wenn er übrigens hat ein Oreo cool gebaut. I was going insane. Teleportation erfolgreich.
Wo sind wir denn überhaupt? Iceland Never Lie? Was ist jetzt? Warum haben wir jetzt Dings übersprungen? Ich füge mich. Hast du geregelt? Ja, natürlich. Das war eine Halluzination. Ah. Er hat mich halt leider voll gescoutet. Das war nicht so schön. Das kann ich dir glauben. Aber sie fühlen's. Er halluziniert aber auch bei mir. Wer ist er noch? Entweder Supply Block Main. Ich spiele jetzt auch nicht so überragend, muss ich zugeben. Du hast da gut mit dem Harassement. Da war ich ein bisschen übermütig. Und Übermut tut selten gut. Aber jetzt spielen wir beide Kolosse oder was? Achso, du spielst auch Kolosse? Ja, ich spiele Phineas Kolosse, was denn sonst? Okay, dann mach ich das. Solltest nicht. Du doch aus dem, was ich baue, nachvollziehen ja, können, oder? Dann spiele ich Storm. Ich dachte, wenn da viele Stalker auf dem Feld sind, kann auch mal Immortal helfen. Ja, das kannst du ja bauen. Bau doch viele Stalker, Immortal, was weiß ich. Was machen Sachen? Mach einfach. Die bauen irgendwie 180 Echsen gerade. Uff da. Geraken! Wollen wir jetzt was machen, oder was? Ich weiß nicht, die Base ist die Nein, vielleicht ein bisschen. Ja, dann mach. Ich hab jetzt nicht so eine starke Ground-Armee. Ich auch nicht. Warum nicht, wenn da der Gegner schon ist? Doch, da ist es jetzt. Eins Null ist durch! Das war GG, ne? Ja. Ich hab keine Twilight Council gebaut, das ist schlecht. War der Terraner auch schon dabei, oder? Planetary Fortress. Und doch viele Immortals. Gegner. Mein Gott. Ich habe schon wieder Anfängerfehler gemacht und den Rock. Warum denn nicht? Oh Gott, das Raptor! Ich glaube, wir können ihn hier finishen werden. Ja, Warp Stalker gegen Mars Immortals ist gut. Gutes Spiel. Gutes Spiel, Nergorix.
Warum sind wir eigentlich immer Bronze 1? Ja, beim letzten auf NA sind wir Master 3. Finde den Fehler. So, es sind jetzt nur noch zwei Lieder. Das heißt, wir müssen uns an sich beeilen. Aber ein Lied wurde übersprungen und ein Lied war ja das Falsche. Aber das ist ein bisschen schwierig, gleich aufzuarbeiten. Ne? Das darf nicht weiter. Auch wenn sie versucht, mit ihrem Grinsen nochmal alles wegzumachen. Dankeschön. Ich muss mal einen Schluck aus der Pulle nehmen. Das habe ich ganz. Ich bin ganz dehydriert. Das könnte wieder ein Fallout-Lied sein. Ich werde schon vorbereiten, Leute. Das sind die gleichen nochmal. Someone Tier. Chef Ramalama. Das war doch nicht gleich nochmal. Der hieß gerade Ramalamana. Das sind die gleichen. Ja, ich glaube ja. Den hatten wir auf jeden Fall. Wenn das nicht die sind, hatten wir die Ork schon mal. Ja, wir pushen jetzt früh. Ober Nachschlag. Das ist das Bum, Kind für den Nachschlag. Bum. Ich fand Bum Bum übrigens toll. Bum Bum. Weißt du, das war wieder ein Lied, das du nicht mochtest, aber. Nee. Aber wer kann Bum Bum widerstehen? Beim Tennis damals schon eine Nummer für sich. Auch hier der neue Finanzvorstand. Also ich spiele jetzt 2,5 Roach Space Push, ja? Mit 2,5 Roaches? Und ich erwarte Unterstützung. Was hat sie denn mit ihrem Nachschlag? Billaschland. Eine Exe brauchst du trotzdem, ne? Ja. Mach das gleiche Opening wie vorher, das hat ihn nämlich verwirrt. Mein Gott. Lady Kutznam. Ich darf das übrigens, weil ich ja. Überhaupt. Serbo-kroatisch Main bin. Serbo-kroatisch? Ja, da das Jugoslawien ist, ist es noch serbo-kroatisch. Heute ist es serbisch oder kroatisch, aber bei Jugoslawien war es noch serbo-kroatisch. Spitzne Shell! Du wirst übrigens Warp Gate nehmen, wenn du gleich pushen willst. Ja. Vielleicht baue ich gerade alles vor Warp Gate, aber. Reaper! Ja, ach. Schon zwei deiner Einheiten getötet in der Zeit, bis du das bemerkt hast. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Deine Main musst du selbst regeln. Ich gehe mal in deine Netflix, falls er wieder rausspringt. Da! Ja! Tima weiß! Knusper! Nein, er knuspert nein, nicht! Nein. Knusper! Ja! Warum? Hast du ihn? Ja, hast natürlich habe ich ihn, ich bin ein guter Spieler. Ich habe Gemeingut im Gegensatz zu dir. Was sind das denn für Jonas Brothers? Nee, wie heißen die? Die Ehrlich Brothers heißen die, glaube ich. Wie ich meine. Das sind diese komischen Zauberheinis da. Ja, mit den komischen Frisuren. Warum habe ich eigentlich meine nächsten Army? Um Devastator! Ich glaube, noch ein paar mehr Worker. Ich pushen kann. Und jetzt die Explosion Dilla geht weh.
So, also ich werde jetzt gleich Road Speed nehmen und wenn Road Speed durch ist, pushen wir, oder? Das ist ein solider Plan. Dann ist im Fight vielleicht auch Blink durch. Ja, wir können auch einen Tick warten, dass du Blink noch hast. So, wie weit ist denn dein Blink? Das Gebäude ist fast fertig. Aber ich bin auch ziemlich gierig, wenn jetzt einfach ein Oracle käme, bin ich tot, ne? Als soll ich da was gegen tun? Wobei er eigentlich gerade Gateways gebaut hat. So. Jetzt kommt die Roadschwelle. Links angedrückt. Kurz das wieder finish. Key Change. Ich glaube, ich nehme heute sogar Warp Prism mit. Ja, ich bin auch ein bisschen spät, muss ich zugeben. So, ich glaube, wir müssen jetzt, weiter. Ja, push. Spiel ist jede Sekunde fertig. Ja, wovon sind denn die Overlords nicht da? Hallo, Overlords. Unten die Echse wegnehmen. Der versucht schon wieder Mars Exodus. Exodus. Der versucht schon wieder Mars gehen, Exodus. Dann gehen wir durch die Rex in. Oder du rennst einfach an allem vorbei nach vorne. Ich renn an allem vorbei nach vorne. Und bleibst dann unterhalb der Ramp stehen. Auch mal schön. Ich brauche noch einen Moment, bis ich durch die Rocks bin. Stoker an. Titis! Nee, ich glaube, das ist auch ein Observer, oder? Meinst du? Aber ich habe auf jeden Fall irgendwie auch Detection auf dem Weg. Nur langsam. Ich hab das Potenzial. Wir müssen jetzt hier mal. Das ist hier unwichtig. Wir müssen hier pushen. Bevor die Tanks da sind. Pushen Sie, Herr Rock. Ob es den Tank? Ich versuch's zumindest. Die Batterie. Ah, Disruptor fertig geworden. Töte den Disruptor. Bin nicht geschafft wegen der Schiss- und Schiebatterie. Dein War Prism ist da. Wo ist meine Maus? Ich habe meine Maus verloren. Wo sind eigentlich meine anderen Gateways, die ich gebaut habe? Da. Oh, wieso bin ich Gas? Den einen Marine da kaputt machen. Mein Makro ist jetzt nicht das Idealste. Panzer ist irgendwo. Ja, oben. Nein, mein Blink hat nicht funktioniert. Das hatte ich schon lange nicht mehr, dass Blink einfach einen Fail hat. Ja, und es das auch nicht gibt. Das Raptor ist tot. Hast du jetzt gar nichts mehr? Er geht halt wieder hinten, ne? Ich habe geblinkt, aber er hat es nicht umgesetzt. Gas? Vision. Hast du Minerals? Nee. So, ich baue mal XD. Er hat 1-1. Er geht auf R, glaube ich, wenn er die Upgrades nimmt. Mein Gott, Overlords, kommt doch jetzt mal. Ich bin Supply Block. Oh, wie du vielleicht an dem Mini-Ramp von mir erlebt hast. Okay, warte, dann kann ich. Er schießt das Disruptor nach vorne. Kann ich das saturieren? Vielleicht. Mann, Zau, du kannst auch mal ein bisschen was tun, oder?
Ich hab dich gewarnt, ich hab gesagt, Vorsicht. Ja, warum blinkst du nicht drauf und tötest das Ding? Morphende Dings kann ich ja schlecht irgendwo anders hinziehen. Was trinkt eine Echse, Zahlrock? Deine Main ist doch quasi leer. Mann, Zahlrock! Ja, sorry, Echse! Ja, du musst aber mal ein paar mehrere Sachen gleichzeitig machen. Ich verliere eine einer nach der anderen und du stehst immer noch auf der Hälfte der Map rum. Wieso haben wir das doch schon immer gespielt? Ja, aber wir verlieren. Du bist auch immer noch nicht im Fight. Warum nicht? Meine halbe Armee ist schon wieder tot, ich habe zwei Bases abgerissen und du stehst immer noch da zu Hause rum. Du musst gegen die Disruptor spielen und nicht nach wegrennen, sondern einfach draufblicken und töten. Das kannst du als mit Stalkern. Du musst auf den richtigen fokussen, wenn der geschossen hat, bitte. Mein Gott. Das war doch mal sammeln, mir geht er auf den Sack jetzt. Ja, aber ich kann mich nicht sammeln, er ist halt mit Disruptor schneller als ich. Das ist doch die ganze Zeit mein Problem. Das ist noch mal sammeln, sagt er. Drei Sellets, die er irgendwie hat. Komm! Du greifst immer dann an, wenn ich... Ja, ich greif dann an, wenn nicht die Disruptor schießen. Wir werden hier vom Gegner getimed. Je mehr Disruptor auf der Fläche sind, desto weniger Chancen hab ich. Die Disruptor müssen einfach alle sterben. Da ist der nächste Disruptor. Du brauchst dringend vorne mal irgendeine Warp-In-Möglichkeit. Du kannst dich immer erst 8 Kilometer zu Hause warpen. Ich kann halt gegen diese Disruptor nichts machen, wenn du mir nicht hilfst. Ist auch mit deinen Kolossen, die das jetzt einmal in Tod rennen. Hast du Ressourcen über? Nein! Überraschenderweise nicht. Deine Main ist quasi, die hast du getransfert. Warum steht hier vorne jetzt eine Probe, ohne dass die, also entweder Bottom Pylon oder die ist hier falsch? Die ist prinzipiell falsch, aber eigentlich nee, aber nicht so schlecht. Ja, aber Bottom Pylon, bitte. Aber eigentlich nicht so schlecht. Da kommt er. Detection. Ja, trifft. Nein, nicht wegrennen, wir gehen jetzt drauf, Zahlrock. Kannst dich immer nur abhauen nee, vor deiner Verantwortung. Da sehe ich uns, dass wir draufgehen. So, du rennst jetzt mal vor. So muss das nämlich. Wir brauchen dringend mal Anti-Air von dir gleich wieder. Können die Kolosse mal das Wichtigere angreifen, als hier irgendein Pimmelding? Nein, können sie nicht, okay. Immer noch Dinger. Mein Gott, immer diese beschissenen. Wie viele baut man da auch von? Töte ihn doch! Mann, der überlebt jetzt wieder mit einem Hitpoint. Das war schade. So, wir brauchen dringend Anti-Air von dir. Ein Glück. Naja, das war's jetzt für heute. Macht es gut, tschüss.